Servus und grüße Sie zu einer neuen Wochenwettershow für den 20. bis 26. Jänner für den Höhepunkt Tirols, das Ötztal. Frischer Neuschnee und im Anschluss Hoch Erika sorgten für märchenhafte Wintersportverhältnisse bei uns. Und diese tollen Wintersportverhältnisse werden sich auch in dieser Woche fortsetzen. Neben längerem Sonnenschein gibt es ab und zu auch frischen Neuschnee. Wir blicken zurück auf einen Gänsehautblick der Livecam Sölden, tiefblauer Himmel und die verschneite Landschaft des Ötztals. Traumhaft schön. Zu diesem Sonnenschein kommen am Dienstag ein paar Wolken herangezogen und besonders inneralpin südlich von Sölden wird es ein bisschen Schnee geben. Viel ist das noch nicht und die Temperaturen bleiben für diese Jahreszeit im angenehmen Bereich bei um und etwas unter 0 Grad. Mit der Map to Snow App erleben Sie Wintersport völlig neu. Erfassen Sie Ihre sportlichen Aktivitäten wie Geschwindigkeit, Höhenmeter, Pisten und/oder Liftkilometer und das auch ohne Internetverbindung. Für sportliche Leistungen werden Sie mit sogenannten Pins belohnt. So erhalten Sie zum Beispiel für 10.000 gefahrene Höhenmeter den 10.000 Höhenmeter-Pin. Und auch zu bestimmten Tageszeiten und standortbezogenen Ereignissen gibt es Pins. Sammeln Sie einfach alle. Hinter manchen verstecken sich coole Geschenke, Rabatte und weitere Überraschungen von Sölden und unserer Kooperationspartner. Einfach downloaden im iTunes App Store oder für Android über Google Play. Und wir laden uns was anderes runter, und zwar von oben, von Petrus. Einen traumhaften Mittwoch. Strahlender Sonnenschein. Das ist wieder so ein Gänsehauttag bei Temperaturen von um die 0 Grad. Und man kann sich hier ein bisschen Farbe holen. Am Donnerstag ziehen Wolken auf und am Freitag setzt mit einem Tief dann Schneefall ein. Faszination Berg trifft kulinarische Begeisterung. Wenn die Sonne ihr rot-goldenes Farbenspiel über die majestätische Gipfel gelegt hat und die ersten Sterne funkeln, heißen wir sie willkommen. Und zwar am wohl spektakulärsten Ort der Ötztaler Alpen. Gemeinsam mit seiner erstklassigen Gipfelküchenmannschaft kreiert Küchenchef Patrick Schnedel eine einzigartige Menüfolge. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Diese von hochkarätigen Musikensembles sowie nationalen und internationalen Spitzenweinen untermalte Veranstaltung heißt für Sie, Sie erleben einen unvergesslichen Abend in einem traumhaften Ambiente. Das Ganze kostet 108 € pro Person. Kostenlos ist der Schnee, der dann am Wochenende mit einem Schneetief herangezogen kommt. Bei Temperaturen von deutlich unter 0 Grad fällt immer wieder Schnee und da kommt dann schon einiges an Neuschnee, Pulverschnee natürlich zusammen. Zu Wochenbeginn lassen die Schneefälle nach und damit bleibt es bei den sehr, sehr guten Wintersportverhältnissen. Ideal zum Relaxen und Entspannen, wenn das Wetter mal draußen nicht so ganz ideal ist. Zwei große Becken mit schwefelhaltigem Thermalwasser, ein imposanter Wasserfall, Solarien und eine Wärmeoase warten auf Sie. Und für Kinder gibt es die Wasserwelt mit zwei großen Schwimmbecken an Deck eines Schiffes, eine 90 Meter lange Riesenrutsche und fantasievolle Spielräume. Sie können und dürfen den Aquadom natürlich auch an schönen Wetterwochen wie diesen benutzen und sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen, während Sie im Wasser sitzen. Da spreche ich aus Erfahrung. Aber egal, was Sie tun und vorhaben, haben Sie viel Spaß dabei. Das Wetter spielt mit. Genießen Sie den sonnigen Mittwoch. Dann gibt's wieder Schnee.